herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video zu dem Food Haul von Kaufland. Ne? Kameramann hinter der Kamera ist der Arseni. So, wir fangen an und zwar schnell was im Gefrierschrank muss. Einmal habe ich hier italienische Art Pfannengemüse geholt. Sieht man das, Arseni, ganz gut von der Kamera? Sehr gut. Dann habe ich hier asiatische Pfanne geholt. Sieht man das? Ein bisschen nach oben. So? Ja. Ja. So, das. Dann habe ich für die Kinder zur Schule, wenn sie langen Tag haben, Pizza. Baguette, also so Salami-Baguette geholt. Ja, was ist das mit Salami, Edema und Paprika? So, genau. Also was noch im Gefrierschrank muss, ist Hackfleisch. Das ist, ne? Was habe ich hier? 1 Kilo Hackfleisch gemischt. 8 Euro kostet das. Wahnsinn. Also ich war... Alles ist doch jetzt voll teuer. Ja. Teuer geworden. So, jetzt machst du Schnitt. So. Dann habe ich hier die Kinderchen für morgen, für zur Schule. Yeah. Wir haben ja heute Donnerstag und ne, für Freitag so auch so Pizza geholt. Ne, mit Pizza Baguette. Baguette. Dann so ein Brot. Dann haben wir mein Lieblingsbrot. Ich liebe den ja, Weißbrot. Ist so ähnlich wie Toastbrot, aber ich liebe den so richtig. Und diesen hier, der ist auch so lecker, Mehrkornbrot. Eine Frage, wer mag eigentlich mehr schwarzes Brot oder weißes Brot? Ich mag mehr weißes Brot. Okay, das ist die Frage von Marceni hinter der Kamera. Yeah. Wer welches Brot gern mag. Ja, dann habe ich so Lieblingskekse von meinem Mann geholt. Gewürz Spekulatius. Ich mag die. Aber Kekse. Alle, genau, ich wollte gerade sagen, aber alle mittlerweile essen es sehr, sehr gerne. Ja, dann habe ich für mich so Maxi Duo Pads geholt. Sind hier 50 Stück. 100% Baumwolle. Einmal rote Paprika. Rot, rot, rot. Yummy, yummy. Dann rote Linsen, Bio, 500 sehen Gramm. Sehen eher nach Orange aus. Ja, aber rote steht hier. Aber sehen ja wie Orange aus, genau. Hast du recht. Tomatos. Jetzt ist es wirklich gut. Die waren jetzt im Angebot für 1,29 Euro das Kilo. Ja, ich habe hier 2 Kilo 800 Gramm. 3,63 Euro hat es mich gekostet. Dann haben wir hier so ein kleines Chili, ne? Das mag Papa und Nikita. Soße. Ne? Ich kann das nicht erfahren. Dann haben wir hier Tilsitar-Käse. Irgendwie ist das komisch zugeschnitten hinten. Das ist mal, ja, das ist manchmal, wenn entweder etwas falsch gelaufen ist. Alles schläft noch im Auto. Dann haben wir hier, Leonie wollte unbedingt so diesen Doppeldecker. Ich auch, ich liebe das. Lecker, doppellecker Decker, Wackelpudding, was weiß ich, essen. Dann haben wir hier so eine Gewürzsalami. Ciambelle? Salami? Keine Ahnung. Mit französischem Camembert. Mhm. So eine. So, cut. Nein, eine Jamaika. So, dann habe ich hier so ein Leckermäulchen. 3 Stück. Oh, ich sehe, hier ist eins aufgegangen. Oh. Aber welches? Lala. Ich glaube, das hier ist irgendeins aufgegangen. Guck mal, vielleicht dies da untere, in der Mitte. Oder der da. Sehe ich nicht, aber irgendwo ist undicht. Müssen wir gleich gucken. Oh, oh. Auf jeden Fall einmal das. Dann habe ich einfach einmal hier so eins mit Maracuja-Pfirsich-Geschmack zu probieren. Maracuja. Dann haben wir ganz normale Erdbeergeschmack, Leckermäulchen. Dann haben wir hier Pudding in Vanille. Dann war ich hier Pudding mit Sahne-Geschmack. Kenne ich noch gar nicht. Dann haben wir hier auch für die Kinder zur Schule so ein Salamini. So oh, denn? Ich kenne das. Das ist echt lecker. Solche Dinge, keine Ahnung. Ist echt geil lecker. Dann haben wir hier ein Lebkuchenherzen mit Pfirsich. Die mag ich. Mit Aprikosen. Leider ausgegangen. Dann habe ich hier mit Aprikosenfüllung einmal diese Lebkuchenherzen.
Paprika, ich liebe das total. Kann auch mein Mann mitnehmen zur Arbeit, so eine kleinere Päckchen auch nochmal. Dann haben wir hier nochmal Lebkuchen einfach so mit Zartbitterschokolade. Ich mag keine Zartbitter. Dann haben wir hier einfach so eine coole Packung. Und wir haben hier einmal mit Vollmilch, mit Aprikosen. Was haben wir hier einfach? Mein Lieblings. Mein Lieblings. Sticks, süße Maisstäbchen. Ja. Na? Dann haben wir hier Leberkäse, bayerische Leberkäse. So, und dann hole ich hier noch. Was haben wir hier noch? Einmal. Ah, hier Anders wach geworden. Anders wach geworden. Ich gehe hier aufmachen. Drei Gurken haben wir noch. Dann habe ich hier sowas entdeckt und Fischsalat Couscous. Dann möchte ich einen Couscous-Salat machen. Vorsicht, deswegen, du hast hier Pudding. Wir haben nämlich hier noch eine Packung entdeckt, was hier aufgegangen ist. Süß. Also zwei Stück solche. Dann haben wir ja einmal für Anna so ein Nudel mit Wildlachs. Einmal Spaghetti. Für Anna. Dann habe ich hier Gute Nacht Dinkelgrießbrei. Ab 6 Monate, aber egal. Ist Anna egal. Wird schlafen. Siebenkorn. Und so ein, auch Brei. Ne? Und dann Milch, Reis pur. Dann habe ich hier Apfel, Mango, Aprikose mit Grieß. Zwei gleiche genommen. Hat man das jetzt gesehen? Kannst du? Ja, ich. Mein Kameramann. Dann habe ich hier dreimal einmal reine Buttermilch. Ja, das finde ich auch lecker. Ohne Geschmack. Dann habe ich hier, weil ich mich so sehr freue auf Lailas Latte-Rezept, habe ich mir hier dieses eine Gewürz geholt, Piment. Piment. No? Das muss ich noch dann selber in der Kaffeemühle malen. Auf jeden Fall, dann habe ich das hier für Kaffee? Mozzarella. Vier Stück. Ich glaube, alle mögen Mozzarella. Nochmal Leberkäse. Den habe ich hier zwei Stück. Dann habe ich hier zwei Stück Edelsalami. Die Kamera geht wahrscheinlich wegen Speicherplatz. Dann habe ich hier wieder Prosciutto. Schinken. Leonis Haarfarbe. Und dann habe ich mir endlich wieder mal Kurkuma gekauft. Kurkuma. Genau, im Bio. Los. So, dann fange ich an mit Spitzenlangkornreis. Zwei Stück habe ich geholt. Dann feuchtes Toilettenpapier, Doppelpack. Kamille. Sechs Päckchen haltbare Milch, 3,8 BR Marke. Dann haben wir hier für die Kürbissuppe Hokkaido Kürbis geholt. So süß. Ich muss noch von Ackerkürbis holen. Zucker. Und zweimal Mehl. Was haben wir hier noch? Ich habe hier noch Hähnchenbrust Duo. So ein. Dann habe ich hier zweimal Schinken Spicker Geflügel Mortadella. So eine, also zwei Stück, ne? Habe ich gezeigt, also Zahnpasta, Odol Med, hier so eine und dann Samtweiß, so eine. Glänzelt vor. Und dann feuchtes Toilettenpapier, feuchtes Papier, Tüchentücher, feuchte Tücher. Für alle Popo. Und dann habe ich hier von Pantene Pro V wegen dem Speicherplatz wahrscheinlich aus, also so ein Lockenpur ne, mit Vitamine und sowas. Habe ich mir so eins mal geholt. Ah nein, ich habe kapiert, hier steht maximal von 5. Ja, weil wegen Speicherplatz, ich muss löschen. Dann läuft es mir hier aus, obwohl das fest verschlossen ist. Das mache ich nicht. Das ist so eine wilde Blumenwiese, Wildrose und Melisse.
so ein Duschgel, richtig. Musst du nicht aufmachen, das riecht hier schon. Oh mein Gott. Dann habe ich hier einmal mit Pfirsich. Geil. Einmal für Männer. So ein Duft. Oh, schade, dass ihr das nicht riecht. So ein Duft. Und zu guter Letzt habe ich hier von Ghoul, also neu, 30 Sekunden Intensivkur entdeckt. Intensivkur entdeckt, genau. Steht ohne Silikone und ohne, also Tierdings, ne? Ohne Tierversuche. Intensiv wie eine Kur, schnell wie eine Spülung, also Feuchtigkeit. Also da gab es zwei Stück, einmal in so einem komischen Grün und einmal in diese. Ich habe Feuchtigkeit und das andere war Reinigung, glaube ich, oder irgendwie. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall. Ich stehe hier. Auf jeden Fall hat dieser Einkauf und kann man 117 Euro gekostet. Und ja, das geht noch. Geht noch. Ja. Geht noch. Auf jeden Fall habe ich das Wichtigste jetzt genommen, das, was ich gebraucht habe. Und es ist auch schön. Ja, hoffe, das Video, diese Foothole, hat euch gefallen. Gerne freue ich mich über eure Däumchen nach oben, mein Kameramann. Und über eure Kommentare natürlich auch. Herzlich willkommen, neue Abonnenten. Abonniert sehr gerne, unterstützt uns. Es ist freiwillig, wird keiner gezwungen. Und es kostet euch wirklich 0 Cent. Es ist kostenlos, richtig kostenlos. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch. Wir würden uns super, super freuen, genau, für eure Unterstützung. Vielen Dank, wünschen euch Gesundheit, alles, alles Liebe und positive Energie. Und dann sage ich hiermit bis morgen, bis zum neuen Video. Tschüss, ihr Lieben.